So, ich gucke ins gestrige Solinger Tageblatt. Jetzt ist das schon Dienstag, dem 8. Oktober 2019 und es interessieren wie immer die Lokalnachrichten, speziell die aus dem Bezirk Höhscheid, diejenigen, die interessieren. Da heißt es, Landwirte beklagen Ernteausfälle. Auch die Zuckerrübenernte fiel dieses Jahr eher dürftig aus. Dazu gibt es auf meiner Facebook-Seite ein Bild von einem Roggenfeld dieses Jahr. Und das kann man sich einfach mal angucken und dann hat man auch wieder eine Meinung zu dem, was hier Lokalredakteure schreiben, wenn man ein bisschen Ahnung von Landwirtschaft hat. Galileum hat mehr als 2000 Besucher im Monat. Was von der Sternwarte. Das ist in Ohlix. Hotelneubau in Ohlix. Zweimal Ohlix. Und Zuckerrüben habe ich in Höhscheid auch gerade gesehen. Also ist wieder ziemlich scheiße für Menschen aus Höhscheid. So wie der Rest des Blattes auch. Für andere Menschen scheiße ist, es regnet von morgens bis abends, es ist dienstags die Wahrheit, ich bin auch ordentlich nass geworden. So, Titel ist, hier irgendwie, die setzen sich auf die Straße und essen was. Das sind Klimaaktivisten, hier bitte. Kann man mal machen. Sieht auch schön friedlich aus. So, da sind keine Gitter aufgebaut, kein gar nichts, die Polizei steht weit genug weg. Von mir aus, kein belastete Wurst, NRW-Plan, Schwerpunktkontrolle. Ich habe noch keinen Dünnschiss gekriegt. Kinderärzte fordern Zuckersteuer. Ich möchte an der Stelle einfach mal den leckeren Zitronenkuchen loben. Im Kaffee ist kein Zucker. Bundestrainer mit Personalsorgen. Drohnen, die Zukunft der Paketdienste, Interview, die Bürger sich Gehör schaffen. Ich gucke in den Lokalteil Solingen. So, Sport ist Jogi Löw zu sehen. Und Kenial will unter 2 Stunden laufen bei der WM. Das ist immer das Ziel. Das ist auch normal und schön, wenn er das schafft. So, Seite 13. 9, 13. Sehr schön. Jo. Im Kommentar steht, dass wieder genannt wird. Das ist es hier. Wie gesagt, das Gerstenfeld, das ist tatsächlich Wintergerste gewesen auch, spricht der Bände. So. Standpunkt auf Fachexpertise. Vertrauen, das ist, geht um die Landwirtschaft. Dann gibt es einen grünen Draht. Betrunkener stiehlt einen Audi von mir aus. Galileo, mehr als 2000 Gäste im Monat. Finde ich zum Beispiel interessant, weil ich den Herrn auf dem Foto kenne. Der wohnt allerdings nicht in Solingen. Das Letzte, was ich gewusst habe, ist, dass er in Hilden gewohnt hat und dann immer über Ohligs nach Wald gefahren ist zur Sternwarte. Das ist Frank-Lungen-Straße. Der ist hier in der Stadt ein bisschen bekannter. Das ist auch keine... Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das keine 5 Jahre her ist. Das könnte so um den Dreh stimmen, dass ich mich das letzte Mal länger mit dem unterhalten habe. Bitte, das zeige ich mal und ich lese jetzt einfach mal ein Stückchen vor. Galileo, mehr als 2000 Gäste im Monat. Planetarium in Ohlix freut sich über gute Resonanz. Das Personal wird aufgestockt. Wir sind mit der Entwicklung auf ganzer Linie zufrieden. Diese Bilanz zieht Dr. Frank-Lungen-Straße, Leiter des Galileums, 3 Monate nach der Eröffnung des Planetariums in Ohlix. Besonders
gefragt sei die Einrichtung bei Schulklassen, die mittlerweile mehr als die Hälfte der Besucher ausmachten. Das ist auch gut, das ist in der Nähe vom Solinger Hauptbahnhof. Mehr als 2000 Gäste verzeichnet das Galileum laut Lungenstraße inzwischen pro Monat. Die gute Besucherentwicklung sei nicht zuletzt der zentralen Lage des Galileums am Hauptbahnhof mit den guten öffentlichen Anbindungen. Also, man kann da leicht aufs Klo gehen, lieber. Es ist Kirstendove. Kirstendove lernt schreiben. Gute Anbindung an öffentliche Einrichtungen heißt, du kannst da gut pissen und kacken gehen, um nichts anderes. So, Lungenstraße. Oder guten öffentlichen Anbindung steht da. Guten öffentlichen Anbindung. Wenn der gute öffentliche Anbindung sagt, heißt es wirklich nur, dass du da gut pissen und kacken gehen kannst. Sowas kann man sich als Lokalredakteurin nicht leisten. Ich habe schon keinen Bock mehr, vor der Kamera weiterzulesen. So, wir gucken weiter nach... Nee. Ich weiß nicht, warum keiner in der Lage ist, hier... Methadon nehme ich mit ins Grab. Ein Süchtiger schildert seine Sorgen, dass er die Ersatzdroge in Solingen nicht mehr bekommen könnte. Ja, dann geh halt woanders hin. Konrad Beikirchner spürt Abgründe des Glaubens auf. Will ich ganz bestimmt nicht wissen. Dann geht es wieder um den Apfelstrudel, der zieht sich durch hier. Warum man dabei schwarze Handschuhe anzieht, ist mir so dermaßen keine Sekunde klar. Ich würde sowas in der Küche nicht tragen. Ich finde das peinlich. Im Bergischen Sinfoniergarten Ralf Kaspers zum Familienkonzert eingeladen. Und Clara Maria Bauhaus interviewt. So, bei den Naturfreien geht es um Solingenwald. Olix hat auch nichts so. Es ist nichts aus Fischheit dabei. Ich bin enttäuscht. Guck mir dann irgendwann die Zeitung von heute an. Hoffentlich noch heute. Tschüss.